So, hallöchen, meine lieben Freunde. Es geht weiter. FIFA, nein. Formel 1 2015 in der Saison 2014 mit Sebastian Vettel im Red Bull. Und ihr seht es, ich habe, warum auch immer, warum habe ich denn jetzt 9 Punkte Rückstand? Ich habe doch gewonnen in Brasilien. Nein, stimmt ja, da hatte ich ja diesen blöden... Ich war gerade bei Russland. Mann, Brasilien, da bin ich ja so blöd aus der Box rausgefahren und musste nochmal... Ah, verdammter Käse, ja. Jetzt kommt die Erinnerung hoch. Eigentlich wollte ich jetzt schon auf Legende fahren. Aber da die Rennen zuletzt nicht immer glücklich für mich liefen, ja, eigene Fehler, Fahrfehler und so, muss ich sagen, bleibe ich nochmal auf Expert der zweithöchsten KI-Stufe und ich werde dann spätestens zur Saison 2015 mit Vettel im Ferrari auf Legende stellen und dann mal gucken, ob ich dann auch noch renntauglich dabei bin und Siege rausfahren kann. Heute geht's nach Abu Dhabi, war richtig, ne? Abu Dhabi? Ja. Ich denke mal. Schön, dass Sie uns am heutigen Freitag hier am Yas Marina Circuit Gesellschaft leisten. Wir hoffen, im Laufe der nächsten 3 Tage hier spektakuläre Trainingsläufe und natürlich ein spektakuläres Rennen zu sehen. Und gleich geht es mit dem ersten Training los. Es war ein langes Jahr, aber auch ein sehr aufregendes für die Fans, für die Fahrer und für die Teams. Was erwartet uns im heutigen Training? Die Weltmeisterschaft ist noch nicht entschieden, also geht es für die Fahrer heute um alles. Besonders da es im letzten Rennen doppelte Punkte gibt, können beide Tabellen nochmal kräftig durcheinander gewirbelt werden. Wie wichtig ist es für die Mechaniker und eben nicht nur für die Fahrer, einen kühlen Kopf zu bewahren? Stell dir nur mal vor, ein Wochenende an so einem Wagen zu arbeiten. Man muss sich klar machen, dass diese Wagen, sobald die Arbeiten an ihnen beendet sind, am Sonntag auch eingesetzt werden. Daher sind die von ihnen getroffenen Vorbereitungen für die Fahrer von höchster Wichtigkeit. So, mir war jetzt nicht klar, dass es hier das Finale ist, denn es gibt ja keinen richtigen Überblick, wann welches Rennen mal dran ist. So, ich will jetzt hier raus. Quatsch. Geht zur Strecke, fliegende Runde, das allererste Mal Abu Dhabi für mich. Ich erwähne ja immer wieder gerne Grand Prix 2 und Grand Prix 3. Meine Zeit auf dem PC beim Zocken früher. Ich bin hier echt noch nie gefahren. Doch, hier bin ich schon mal gefahren. Allerdings nicht in dieser Saison. Wo war denn das? Wann bin ich denn schon mal in Abu Dhabi gefahren? Okay, es gibt schöne Auslaufzonen, das ist schon mal gut. Falls man sich mal verbremst, ist man nicht gleich im Kiesbett. Ich bin hier doch schon mal gefahren. Jetzt kommt eine scharfe rechts, das wusste ich nicht mehr. Links. Oha, okay. Ah, ich dachte gerade, was kommt denn da? Schon wieder Marc Fené. Ich habe für die Xbox 360 Formel 1 2013, 2012 oder 2014, eins dieser drei. Und damals gab es noch dieses KERS-System. Kennt ihr das? KERS. Da musste man, es gibt ja jetzt DRS und es gab eine Zeit lang auch nochmal dieses KERS-System. Die Formel 1 Leute, die das immer Formel 1 gucken, kennen das garantiert und wissen, was ich meine. Bei diesem Formel 1 auf der Xbox 360, ich glaube, ich habe es hier auch mal angezockt auf meinem Kanal. Ich bin aber damals total unzufrieden mit diesem Spiel gewesen. Ist noch gar nicht so lange her. War, glaube ich, dieses Jahr, dass ich mir das geholt habe für die Xbox 360. Vor dem Sommer irgendwie. War recht günstig für ein paar Euro. Deswegen habe ich gedacht, so verkehrt kann es nicht sein. Das Spiel lief aber kacke. Wir müssen unser Spitzentempo und den mechanischen Grip optimieren. Und dass man zusätzlich... Technik. Kennt ihr Technik? Und wo war ich? Ja, bei diesem Formel 1 war das hier die Vorbereitungsstrecke. Ja, hier durfte man üben in Abu Dhabi. Und deswegen bin ich hier doch schon mal gefahren. Mensch, so klein ist hier die Welt, sagt man hier immer so schön. So, mal gucken, was ich hier für eine Zeit abliefern kann. Das ist ja auch wieder... Ist kein Können, wenn man der Erste ist, der eine gezeitete Runde fährt. Also für F1 2016 ist dieser Spruch schon mal vorgemerkt, dass man das vielleicht korrigiert. Nicht bei der ersten Runde zu sagen, oh, du bist so toll, du warst so schnell. Falls dir das Übersteuern zu schaffen macht, fahr an die Box und wir prüfen die Einstellungen. Übersteuern bedeutet, dass die
Reifen vor den Vorderreifen den Grip verlieren. Normalerweise liegt das an zu wenig hinterem Abtrieb oder an einer zu steifen Hinterradaufhängung. Eine leichte Anpassung mit negativem Sturz oder Vorspur kann ebenfalls hilfreich sein. Mensch, technische Infos hier. Ja, was wollte ich gerade sagen? Steif ist doch gar nicht so schlecht. So, wieder zu... Oh, Hamilton, schnellste Runde. So, ist das hier die Box? Schwer zu sagen. Die muss ich erstmal suchen, die Box. Nee, es ist unmöglich, die Box hier. Naja, gut, wirklich kennen, die Strecke ist übertrieben. Ich bin hier mal ein paar Runden gefahren, das ist ein bisschen her. Sao Paulo kannte ich, aber die hier kennen... Ah. Ist das hier ein Nachtrennen wieder, oder... Oh. Reifen sind noch gut. Warum habe ich denn hier gerade so eine schlechte Bremse hingelegt? Okay. Ich habe mir noch nie angeguckt, was ich hier noch alles ändern kann. Bremskraftverteilung, okay, aber ich bin eigentlich sehr zufrieden. Wir sind jetzt auf P5. P5. Verdammt, ich habe gerade gar nicht geguckt, welchen Rückstand ich habe. Aber P5 heißt, ich fahre schon mal recht weit vorne mit. Daniel derzeit auf P4. Daniel Ricciardo vor mir. Aus eigener Kraft hat das nicht einmal geschafft. Also müsste ich hier eigentlich auch noch wieder vorkommen. Ich bin schon auf 7 durchgereicht worden gerade. Aber ich denke mal, ich kann in den nächsten 1-2 Runden noch mal eine bessere Zeit hinlegen. Natürlich muss ich dafür die Strecke auch noch besser kennen. Das ist hier Box? Nee, dachte ich vorhin auch schon, ne? Daher gibt es nicht, dass es da im Rennen eine große Überraschung gibt, wo jetzt die Box ist. Und einmal muss ich auf jeden Fall in die Box. Ich hole auf die beiden da vorne. Ist auch ein gutes Zeichen, dass ich recht fix unterwegs bin. Oh, da vorne fährt sogar Ricciardo. Das erkennt man an diesem halb durchsichtigen gelben Punkt. Schon wieder sehr weit rausgekommen. Ah, stark. Stark duschen, stark. So, hier ist die Box, okay. So, mal gucken, was das für eine Zeit wird. Wow! Die letzte Rundenzeit bringt dich hoch auf P2. Also hier ist doch was möglich. Nur 4 Zehntel. Frischen Reifen. Ah, ist doch nicht so gut, da Vollgas zu geben. Ah, jetzt weiß ich auch, was das für ein komisches Geräusch ist, was ich da ab und zu höre. Das Chassis setzt auf. Kann man eben richtig gut hören. So, nächste Zwischenzeit war gerade. Ah, hab ich nicht drauf geachtet. Ich bin vor Rosberg jetzt. Das ist schon mal stark. Du musst in den nächsten paar Runden an die Box kommen. Ja, ja. Ich nutze die Zeit noch, um die Strecke zu lernen. Aggressives Anbremsing. Perfekt, aber. So, hier die Fake-Box. Nochmal DRS. Hier verliere ich natürlich Zeit. So, mal gucken. Und... Oh, verbremst. 3 Zehntel. Vielleicht sind 3 Zehntel hier normal wegen den langen Geraden. Und ich kann hier im kurvigen Teil wieder einiges aufholen. Wieso kriege ich diese Kurve nicht? Naja, eine Runde werde ich noch schaffen, dann werde ich es nochmal probieren. Hier auch, jedes Mal. So, hier ist die Boxeneinfahrt. Und dann mal gucken, was jetzt für eine gezeitete Runde dabei rauskommt. 17. Du könntest deine Rundenzeit verbessern. Wir liegen in allen Sektoren etwas zurück. Ja, aber ich habe nicht genug Zeit, um hier noch viel zu üben.
Das war schlecht. Aber diesmal fahre ich hier nicht über den Dings. Über den Abweiser rüber. Das habe ich hier auf einer entscheidenden Runde auch noch. Ah, jetzt fahre ich hier aber kritisch. Kritische Scheiße. Das hat richtig Zeit gekostet jetzt. Und DRS kommt erst hier vorne. Ich glaube, eine Runde werde ich hier nach noch schaffen. Und das muss dann irgendwie reichen, um eine halbwegs akkurate Qualifikationsrunde hinzulegen. So, DRS kommt schon, dann kann ich den holen auf der Geraden. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. Ob das jetzt ein gutes Manöver war gerade, habe ich keine Ahnung. Ah, ich bin hier neben der Spur. Das wird von der Zeit her nichts mehr. Ich fahre die Runde trotzdem noch zu Ende, weil jetzt kommt nochmal die Kurve hier. Okay. Aber hier kann der Markwind auch mithalten. Und erstes, ja, okay. Okay, testen wir mal die Boxeinfahrt. Nächste Runde. Verdammter Käse. Au, oh, ich war nur... Dein Tempo ist in allen Sektoren ein bisschen zu niedrig. Ich war richtig gut dabei. Hätte ich gar nicht so gedacht. Okay, sah ganz gut aus. Daniel derzeit auf P6. Ein Zehntel. Sechster Platz für Daniel. Komm schon, komm schon, komm schon. Das macht Sprit, ja. Ich könnte theoretisch auch diese Runde noch zu Ende fahren. Box weiß hier auf jeden Fall Bescheid, da muss man richtig hart bremsen. Und eben nur ein Zehntel, also hier wäre vielleicht noch mal ein bisschen was drin. Ah, das war ein bisschen zu weit jetzt. Und das war auch kacke. Nächste Zwischenzeit noch mal gucken. Wenn es deutlich mehr als drei Zehntel sind, werde ich in die Box fahren. Oh, Verwarnung. Ah, verdammt, hier kann man auch geschmeidiger fahren. Ah, jetzt habe ich nicht auf die zweite Zeit geachtet. Das ist in etwa das letzte Kilo Benzin. Das erste Mal, dass ich hier gut bin. Ich glaube, das war in der letzten Runde auch so entscheidend. So, ich versuch's nochmal. Und komm, 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 komm! 7 Zehntel. So, eigentlich müsste ich die Runde noch schaffen. Hier sah zwar gerade scheiße aus, aber es gibt ja hier wunderschöne Auslaufzonen. Und hier Vollgas, komm schon! Okay, Sprit ist leer. Das äußert sich echt komisch hier. Ja, macht keinen Sinn mehr. Dann gehen wir mal zurück in die Garage. Schade, ich war gut dabei. Gerade nochmal, eigentlich. Naja. So, Session-Info. Ich mache mir natürlich so ein bisschen Sorgen. Wie sieht's hier aus? Mir fehlt in jedem Sektor ein bisschen Zeit. Macht unterm Strich 4 Zehntel. Das Training ist vorbei. P3. Lewis Hamilton war sehr erfolgreich. Ist ja nur Training. Heute muss er einfach mit der Leistung seines Wagens zufrieden sein. Ja, ist natürlich fraglich. Mal gucken, wie es weitergeht im Rennen. Ja. Die Masse eines Formel 1 Rennwagens in Bewegung verlagert sich ständig nach vorne, hinten, links und rechts. Stand da eben. So, jetzt geht's hier, oh, was war das gerade? Jetzt geht's hier direkt in die Qualifikation.
Wir sind hier am wunderschönen Yas Marina Circuit, wo gleich das Qualifying anfängt. Lehnen Sie sich zurück, genießen Sie das Ambiente und die Show. Ambiente. Das Qualifying dürfte spannend für die Fans hier und zu Hause werden. Der Weltmeister steht noch nicht fest, also könnte alles davon abhängen, wer in den nächsten Minuten die Nase vorn hat. Man kann dazu stehen, wie man will, aber es ist eindeutig, dass die doppelte Punktzahl im letzten Rennen alles verändern kann. So wird es auch an diesem Wochenende sein. Also ein Sieg und ich bin auf jeden Fall Meister. So, wir fahren mit den Options, die habe ich natürlich, ja, vielleicht sollte man sowas, ja, die habe ich nicht getestet, das ist gerade wieder doof. Aber jetzt Konzentration, wir haben es hier mit einem richtig fetten Gegner zu tun. Okay. Oh, die sind aber brachial. So wie es aussieht, führe ich noch. Sogar schnellste Rundenzeit im ersten Abschnitt. Nein, das war nicht so gut. So, vor Hamilton, seht euch das an. Natürlich kommt jetzt die lange Gerade. Das ist natürlich mein Nachteil. Es sei denn, die sind diesmal nicht so stark eingestellt. Ah, der kommt schon. Aber die Gerade kommt auch schon. Nein, nicht so gut. Natürlich wollte ich hier maximalen Schwung mitnehmen und so. So, wieder DRS und ich bin immer noch vorne. Es sieht gut aus. Die lange Gerade ist nicht ganz so lang. Ja! Ah, die dritte Gerade nicht so gut gekriegt. Die hier wieder umso besser. Und ich gebe richtig Feuer. Also ich hab's heute drauf. Oh, 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 wow. Ja, sehr gut. Nein, 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 nein. Oh Gott, hoffentlich kriege ich keine Strafe wegen Abkürzen, aber ich führe noch. Ja, nein, nicht gut. Reicht es für die Pole? Reicht es hier für die Pole? Ja! Wer hätte das gedacht nach den Trainingszeiten, dass ich hier dann doch auf den Options die Pole mit nach Hause nehme? Also, es spricht alles dafür. Was für ein tolles Qualifying von Vettel. Beim morgigen Rennen steht er damit auf einer sehr guten Startposition. Heute haben sie gezeigt, dass der Wagen ein Spitzentempo erreichen kann. Jetzt müssen sie morgen beweisen, dass so eine Leistung auch bei längeren Stints möglich ist, um zu gewinnen. Also die ersten zwei Abschnitte waren ja auch wirklich perfekt wieder auf den Punkt gebracht. Im dritten habe ich da die vorletzte Kurve, hätte ich da fast versemmelt. Oh, Nachtrennen? Ich hab's doch gewusst, irgendwas war doch. Ha. So, mal gucken, ob wir hier mit einmal oder zweimal stoppen. Gab ja schon Rennen, ich glaube Sao Paulo. Ich musste dreimal stoppen, aber die normale Taktik war zweimal stoppen. Naja. Mal schauen. Mal schauen, was hier möglich ist. Aufgrund der kurzen Renndistanz ist eh nicht viel möglich. Hier in Abu Dhabi und die Teams bereiten doch bei sich Tag. Auf das Rennen vor. Bei diesem faszinierenden Ereignis starten die Fahrer bei Tageslicht und kommen im Zwielicht oder fast sogar schon in der Dunkelheit an. Aber es gibt natürlich eine fantastische Flutlichtanlage. Nett. Trotzdem eine große Herausforderung für die Konzentration, selbst für die besten und schnellsten Fahrer der Welt. Im heutigen Rennen hat Sebastian Vettel die Zügel in der Hand. Er startet von der Pole Position und er hat den Vorteil, auf der sauberen Seite der Strecke zu stehen. Legt er einen guten Start hin, dann wird er nur sehr, sehr schwer aufzuhalten sein. Es ist sicherlich schon ein Vorteil für einen Fahrer, ganz vorn zu stehen und sich nicht um die Abgase und die Überhitzung durch ein Auto vor einem befassen zu müssen. Nach 18 Rennen auf 5 Kontinenten entscheidet sich alles beim finalen Duell in der Wüste. Wer wird es schaffen? Wer wird heute Weltmeister? Hamilton sagte gestern in einem Interview, er wolle heute alles aus dem Wagen herausholen. Er war die ganze Saison hindurch schnell unterwegs und muss das nur noch einmal hinkriegen, um zum Sieger gekürt zu werden. Tja, da muss er aber erstmal den Abstand von 7 Zehnteln wettmachen. So, Rennstrategie, wir boxen einmal in Runde 6 bis 7, okay. Puh. Ich muss nach der ersten Kurve vorne sein, dann habe ich eine Chance. Das Ganze versuche ich mit Fett. Und Start, komm, Junge! Ja, ja, ja.
Oh, der ist aber gut hier mit den Reifen. Volle Konzentration natürlich. Kurven noch eng fahren, gerade am Anfang. Jetzt kommt die lange Gerade. Natürlich ohne DRS, da habe ich keine Chance, da muss ich mich... Komm schon, oh verdammter Käse, das ist doch nicht zu glauben. Er bleibt hinter mir. Das hörte sich gerade komisch an. Oh, Hamilton schon wieder. Ich habe maximal spät gebremst jetzt. Die Reifen haben maximal Grip auch. So, jetzt kommt eine ganz wichtige Kurve für mich. Da hätte er zu früh gebremst sogar. Die sind dran, das ist ja nicht zu glauben. Da wärst du zum Berserker. Oh, 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 oh. Schnellste Runde Vettel, ist ja logisch. So, ich bin hier jetzt schon hart am Pushen. Oh, 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 oh. Alter Falter, dass ich da keine Strafe kriege jetzt, das wäre natürlich, das war natürlich hammerhart gerade. So, jetzt habe ich ein bisschen Vorsprung, wie eigentlich die Runde davor auch. Es zählt nur ein Sieg heute, nur dann kann ich Weltmeister werden. Und wieder kommt hier Hamilton. Aber hier traut er sich nicht. Und wieder die Gerade. Also, wenn meine Reifen abbauen, werden mir die Geraden nachher den Kopf brechen. Das Genick, nicht den Kopf. Ohu. Puh. Also anscheinend bauen die Reifen auch schon ab. Sind die Temperaturen. Nee, geht noch. Wow. So, kann ich mich jetzt absetzen? Okay, wir sind jetzt in Runde 3. Das DRS wurde aktiviert. Bringt mir nichts an der Spitze. Hier jetzt aufpassen, hier muss ich jetzt schon vom Gas gehen. Mit Qualifikationsdings bin ich da richtig schön durchgekommen. So, wie weit bin ich jetzt weg? Okay, ausreichend. Ah, die Reifen vorne werden schon angegriffen. Benzin kann ich noch verschleudern. Ich glaube, da reicht nachher eine Runde. Die beiden Typen sind dran. Die fahren natürlich beide mit DRS. Aber auch hier hat er es nicht versucht. Okay, die Reifen werden schlechter. Trotzdem können wir uns absetzen, wir drei. Vom Rest des Feldes. Und jetzt komme ich schon wieder in den Bereich, wo es rutschig wird. Oh, beide sind dichter dran. Ah, fick.
kriegst. Und oh. Jetzt geht er. Die Reifendaten sehen soweit gut aus. Die Reifen sollten noch eine ganze Weile durchhalten. Dann werden wir sehen. Also meine Daten sehen nicht gut aus. Ich spüre auch schon Verschleißerscheinungen. So, ein bisschen Vorsprung habe ich hier wieder. Für mich stellt sich natürlich die Frage, wann spare ich Sprit? Ja, ist auch gut so. So, und wieder eine Gerade. Mann, ich werde hier gejagt. Sowas hatte ich noch gar nicht in dieser Saison. So, ich stehe jetzt auf Standard. Die Geraden habe ich nämlich jetzt überlebt. Da, wo der Spritverbrauch natürlich sehr wichtig ist. Ah, verdammt, da. Ah. Oh, fast perfekt. So, hier muss man einmal kurz zwischenbremsen. Oh oh. Oh 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 oh, die sind schon wieder dran. Zwei Runden, bis sich dein Boxenstoppfenster öffnet. Wir ziehen dir die Primes drauf. Ah, verdammt, wieso fahre ich die Kurve so scheiße? Ich habe ein bisschen Sprit gespart jetzt. Jetzt brauche ich hier natürlich Fett. Beim Beschleunigen. Oh, verdammt. Ich kann jetzt nicht mal selbst hochstellen. Jetzt kommt der Rosberg auch noch. Das wird natürlich hammergefährlich jetzt. Oh, 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 oh. Okay, ich stelle wieder auf Standard. Ich brauche, muss meinen Sprit sparen. Was macht er? Wo geht er vorbei? Er geht... Oh, alter Falter. Oh... Sau. Gut gemacht, damit legst du auf P1. P1, du führst das Rennen an. Es geht nicht darum, das Rennen anzuführen. Ich brauche Sprit. Für meine Zeit nach dem Boxenstopp. Sind jetzt aber da. Die beißen jetzt, die zwei. Nein! Grüne Flagge, grüne Flagge. Das Rennen geht weiter. Der Frontflügel ist in sehr schlechtem Zustand. Wir brauchen dich in dieser Runde hier an der Box. Das war leichtsinnig. Wir haben Glück, dass uns keine Strafe aufgedrückt wurde. Da fährt mir die Hamilton-Sau hinten rein. Okay, du bist jetzt auf etwas abgenutztem Gummi unterwegs. Der Grip sollte noch eine Weile in Ordnung sein, aber sei vorsichtig. Er wird nachlassen. Deine Rundenzeiten fallen zurück. Ach. Hamilton, die alte Drecksau. Rosberg ist der Nächste, nur 5 Sekunden vor dir. Haha, nur! Blöder Sack. Ich hab null Grip mehr.
kein Plan, wo Hamilton ist. Oh! Hey! Jetzt ist Hamilton hinter mir. Der wird auch durchgereicht. Ich bin vor Hamilton und 14 Sekunden in dieser Runde verloren. Alter Falter. Wieso ist Hamilton schon wieder weg? Jetzt muss ich ihn auf der Strecke holen. Stimmt, mein Flügel, das hat jetzt richtig gekostet. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Was ist denn das für eine Ausfahrt hier? Oh, weia. Hau ab. Hülkenberg. Ich habe ein bisschen Sprit plus. Ich werde es trotzdem auf Fett versuchen. Was die Benzinlast angeht, haben wir an diesem Punkt noch etwa 60% des Startbenzins übrig. Das wird jetzt... Was? So, ich kann noch ein paar überholen, das ist mir klar, das sehe ich ja auch. Ah, jetzt sind die Reifen wieder richtig bissig. Ist nur die Frage, wie schnell kann ich überholen? Hier kann man überhaupt nicht überholen, das ist ja mal... Rosberg ist jetzt auf Options unterwegs. Rosberg auf Options unterwegs. Hätte der nicht früher reinfahren können? Wir haben derzeit Benzinüberschuss für nur eine zusätzliche Runde. Schalte bald auf Mischung 2 runter. Oh. Vor mir ist jetzt erstmal Button. Keine Ahnung, wo der Hamilton rumfährt. Grosjean jetzt vor mir. Also der Button hat hier gerade... Wir haben etwa 50% des Startbenzins übrig. Noch 50%. Einmal erwische ich die, wo man nicht überholen kann. Die zwei vor mir. Auf der Geraden hole ich leider nicht auf. Na, vielleicht. Okay, doch, könnte. Gut gemacht. Damit legst du einen Platz weiter vorn. Ja. Das ist für die WM vielleicht ganz entscheidend. Obwohl, ich kann ja nur... Ich muss vor Hamilton ins Ziel kommen. Mal gucken, wo der rumfährt. So, Button geht ein recht gutes Tempo. Und davor, den sehe ich nicht. Hier hole ich ganz gut auf.
Ah, sehr schön. Ich lasse einen Platz. Oh, wo ist denn der? So, jetzt. Bam, 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 bam. Bruh. Will er wahrscheinlich kontern? Nee, kann er nicht. Jetzt habe ich Hamilton vor mir. Es wird wirklich dunkel. Wir haben jetzt über die Hälfte unseres Startbenzins verbraucht. Wir sind bei 40% Benzin. Ich kann auch nicht runterstellen. Das kann ich machen, wenn ich den Hamilton habe. Der scheinbar direkt vor mir fährt. Hamilton vor mir. Die WM ist noch drin. So. Der läuft, ja, der ist jetzt. Ich kann jetzt nicht auf die Zeiten achten. Bisschen zu wenig Gas. Solange Hamilton nach vorne aufgehalten wird, ist das gut für mich. Ich kann leider jetzt nicht nach vorne gucken, aber es sieht aus, als würde Hamilton den ersten Ferrari jetzt überholen. Nee, hat er nicht. Gut, denn die Ferraris halten ihn auf. Jetzt gibt es da vorne Keilerei. Hamilton versucht es außen. Oh, Dreikampf. Wenn du weiter so die Kurven schneidest, pumpt dir die Rennleitung eine Strafe auf. Okay. So, ich bin dran. An den Streit hin. So, die Frage, wo kann ich sie catchen? Oh, ich habe ihn nicht berührt. Und ich bin vorbei an Hamilton. Sprit ist optimal. Ich muss gar nicht gewinnen. Es reicht, wenn ich ein paar Plätze vor Hamilton reinkomme. Ah, sehr weit ausgetragen worden. Echt irritierend, dass es hier langsam dunkel wird. So, Kimi hat hier schon mal fein Platz gemacht. Das ist Alonso. Ich bleibe noch auf Fett. So, vielleicht kann ich jetzt... Ja, ich komme ran, das müsste reichen. Ja, sehr schön. Was für ein Rennen hier. Aber Hamilton ist auch vorbei am Dings. Daniel ist zwei Plätze besser als du. Aber den müsste ich noch kriegen. Gucken, wie lange Alonso standhalten kann. Aber das wird sicherlich nicht bis zum Ende dauern. Das habe ich Massa als nächstes. So wie es aussieht, haben wir noch etwa 25% des Startbenzins im Tank. Noch 25% Benzin. So, ich bin lieber vernünftig. Schalte mal ein bisschen runter. Hamilton ist jetzt
vorbei an den Ferraris. Ich muss beide vor mir noch kriegen. So, Massa, der ist doch drin. Vielleicht liegt es jetzt am... Massa ist ein Williams, ganz klar. Das wird schwer, den auf der Geraden zu holen. Schwer bis unmöglich. Okay, noch 2,5 Runden. Ricciardo muss ich auch kriegen, dann bin ich Dritter. Dann bin ich immerhin auf dem Podest. Hier kann man eh nicht überholen. Obwohl, den Hamilton habe ich ja auch irgendwo hier gekriegt. So, ich habe wieder Plus für Fett. Ich habe schon eine Idee, wo ich ihn... Ja, vergraden. Okay, du bist einem Vordermann um weniger als eine Sekunde auf den Fersen. Mach dich bereit, mit DRS zu überholen. Ihr wisst, dass das ein Williams ist. Den kriege ich nicht mehr mit DRS. Aber hier kriege ich ihn. Gut gemacht. Super überholt. Ja. Dankeschön. Noch 2 Runden Zeit für Ricciardo. Dann wäre ich echt noch Dritter. So hoffen, dass Massa den Hamilton hinter sich halten kann. Oh, der wird... guckt euch das an. Oh. Hammerhart bremsen. Klappt. Hoffentlich ist der Ferrari in der nächsten Saison echt schneller. Hier versucht das jetzt gar nicht. Oh, verdammt, nein, keine Strafe. Glück gehabt. Hamilton ist auch dran an Massa. Der Spritverbrauch im Auge behalten. Ach was. So, Ricciardo, letzte Runde, bitte, komm schon. Nein. Hier ist ein Update zur Benzinlast für dich. Wir sind jetzt bei 10% des Startbenzins. Noch 10% Benzin. Komm schon. Ich muss auf Standard fahren, sonst komme ich unter Umständen nicht ins Ziel. So, Ricciardo ist hier auf der Geraden nicht schneller als ich. Ich muss ihn kriegen in der letzten Runde. Wo kann ich ihn denn hier? Ich bin noch nicht mal dran. So, oh, Hamilton ist Fünfter. Ich muss Dritter werden. Weiß, wo ich ihn kriegen kann. Nein! Scheiße, ich krieg ihn nicht.
Nicht mal ansatzweise komme ich ran jetzt. Ja, und Rosberg gewinnt. Ich weiß nicht, ob ich es geschafft habe, die Meisterschaft zu holen. Ja, Fahrerweltmeister, es hat gereicht am Ende. Ja, ja, ja. Oh, erste Saison mit Vettel im Red Bull. Im letzten Rennen habe ich nochmal 9 Punkte gut gemacht auf Hamilton. Lewis Hamilton hat das Rennen heute zwar nicht gewonnen, aber er ist dafür Weltmeister und deshalb wird ihm das hier heute ziemlich egal sein. Und was für ein Jahr der Brite hinter sich hat. Aber ich habe jetzt alle nur... wussten, dass er das Potenzial für eine starke Saison hatte, doch ein Titelgewinn wie dieser verlangt eine Menge Geschick und Nerven. Daran scheint es Hamilton nicht gemangelt zu haben. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Was ich jetzt nicht verstehe, es gibt ja doppelte Punktzahl, das heißt 8 Punkte mehr als Hamilton habe ich. Ich hatte aber 9 Punkte Rückstand. Hä? Es gibt doch nur 4, es gibt... Oh, ich habe nur 4 aufgeholt, nicht 8. Jetzt habe ich noch 5 Rückstand, ich bin... Konstrukteure. Nee, ich bin gar nicht Weltmeister. Was, hä? Ich bin ganz klar Zweiter. Was ist denn hier los? Da stand doch eben Fahrerweltmeister. Hahaha, voll. Hier ist schon wieder. Ach so, Zweiter. Ah. Oh, und ich habe mich so gefreut. Tja, 2x2. Ach, doch nicht geschafft am Ende. Shit. Ja. Wäre ich Dritter geworden. Hätte es dann geklappt? Ich glaube, dann hätte es tatsächlich klappen können. Ja, da hat echt nicht viel gefehlt am Ende. Oder der Dreher, dass die Penner mir ein zweites Mal reingewerfen. Ah, man kann jetzt so viel, woran es gelegen hat. Naja, Zweiter im ersten Jahr ist doch okay. Sieht schon geil aus, also. Es sieht auch hier, wenn man es richtig live spielt, nochmal 10-mal geiler aus. Naja, nicht 10-mal, aber wesentlich geiler aus als die Aufnahmen immer. Und ich habe schon die höchste Auflösung bei den Aufnahmen. Also, naja. Ich glaube, wir müssen erst noch mal bessere Aufnahmekarten hier. So, und hier wieder, also... Ja, da war Hamilton kurz vorbei. Aber beim Bremsen habe ich klare Vorteile gehabt. So, wie geht denn das jetzt hier? Ich will... Nein. Ah, okay. Ah, das geht auch. So, ich will jetzt nochmal gucken. R2. So, wo sind wir? Auch geil, dass das hier geht. So, ich bin noch vorne. Das muss ich öfter nutzen. Ich will die Stelle, wo... So, da sind die Jungs noch weit genug weg. Da auch. Ich bin immer noch Erster. So. Da auch. So, aber sie kommen dicht daran. Das sieht man schon. Und ich suche echt die Stelle, wo Hamilton mich abschießt. So, jetzt müsste sie gleich kommen. Hamilton ist ja dran. Gucken wir uns das mal an. Das war die letzte... Ich glaube, das war die Runde vorm Stopp. So, hier war es noch nicht. Da überholt Hamilton erstmal. Den kann ich aber kontern.
Ich bin aber auch lahm auf der Geraden, unglaublich. Okay, das konnte ich überleben. Das war auch ein harter Zweikampf hier. Ja, da musste ich sogar... Und dann habe ich ihn da nochmal wieder gekriegt, warum auch immer. So, und dann war das die vorletzte und dann kam hier Hamilton. So, ich lass Platz, guckt euch das an. Da fährt mir die Sau rein. Der Hamilton ist mir da ganz klar reingefahren. Wo soll ich da hin? Der lässt mir auch keinen Platz, der blöde Penner. Also Hamilton, der hat sich hier die Meisterschaft ergaunert. Tja, so, die nächste Meisterschaftssaison ist ja in der Saison 2015. Wieso gibt es jetzt keine Gesamtansicht mehr? Das ist echt beschissen gemacht teilweise. Naja, jetzt weiß ich für die nächste Saison schon mal, geil, 19 Rennen, kann ich mich darauf einstellen. So, beim nächsten Mal, in der nächsten Saison 2015, fahre ich mit Vettel im Ferrari, also wie im Real Life quasi. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Fun, wir sehen uns dann wieder. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen!